Benny is delusional. We have the proof. I beat him 2-1 yesterday. Hallo Basketballfreunde und herzlich willkommen zurück bei NBA Undrafted. Wir sind wieder im Studio nach unseren zwei besonderen Folgen aus Utah. Tut es auch mal wieder gut, in gewohnter Umgebung zu sein. Und wir haben auch heute eine vollgepackte Folge für euch, unter anderem mit zwei Interviewgästen von den Washington Wizards, Danny Avdija und Kristaps Porzingis. Yes, sehr, sehr nice. Und nach den Interviews schauen wir uns nochmal das Thema European Goat genauer an. Dirk Nowitzki wird da ja oft genannt, aber wir wollen auch mal gucken, was muss denn ein Giannis oder andere europäische Spieler machen, um möglicherweise an Dirk irgendwann vorbeizuziehen. Ganz genau. Außerdem haben wir am Wochenende wieder spannende Primetime-Games für euch. Jetzt geht's aber erstmal ins Interview. Hier kommen Danny Avdija und Kristaps Porzingis. Hi Danny, welcome to the show. Thank you so much. Yeah. You're gonna do a show? How long is it gonna take? Okay, looking at this season, I don't know if you know this, whenever you get 10 rebounds in a game or more, the Wizards are 8-2, and whenever you score 15 points or more, the Wizards are 7-1. First of all, is rebounding a skill that you actively work on? And second of all, what are you looking to improve on to impact winning even more? So first of all, rebound is not something that I work on. I think that's just instincts and, like, you know, your athleticism and how strong and how, like, jumping high, being strong, hold your ground, and then locate the ball. And then something that I need to improve to affect winning more is, I think, like, I can be more effective in, like, creating for other teammates and being better defensively and shooting better from three for sure. So over the summer, last summer, you also played in the Eurobasket. You obviously have an even bigger role on the national team. Can you talk about how that experience helps you going back to the NBA? This experience helped me out a lot because I actually saw like, all of really my arsenal of, like, offensively, like, what I can do to affect winning and help my national team do good things. Unfortunately, we couldn't advance, but I liked that, the fact that I had the chance to lead the team and really have this role, and hopefully it will transfer, you know. Looking at the Wizards, you obviously have three great scorers on your team, and Bradley Beal, Kyle Kuzma, and Kristaps, who all average more than 20 points. Is it sometimes a challenge to find your role and pick your spots and looking to score? It's a good question. I think it is, but every team gonna have guys that have bigger roles than you. Like, everybody got their own job, and they need to know what their capabilities are, and they gotta play in their role. And my role right now is not scoring 20 points per game, and, you know, it's okay. I'm growing, and hopefully one day it will. But I'm trying to affect winning on other factors, you know, like defense, rebounding, pushing the ball in transition. You are on a road trip right now. What's one specific item that you always have to pack for a road trip? Wow. My chessboard. Oh, you playing? Yes. Who are you playing with? I'm playing with Kristaps, and I'm playing with a couple of the guys on the staff. And who's the best on the team? It's probably me. I don't think there's somebody better than me. Okay, I'll ask Kristaps about it. No, Kristaps will say him, though. Like, you can't ask Kristaps that. Kristaps, okay. Who's the best chess player in the team, me? Yeah, me. Okay. So, last one. In an interview, you once said that you learned English by playing video games and watching Nickelodeon shows. So, give me your all-time best video game and your favorite Nickelodeon show. All-time video game will be Call of Duty. Mm-hmm. And then all-time Nickelodeon show, that's a tough one. Yeah, I got three. Is. I got either Drake and Josh, Zoe 101, or what was it? Or iCarly. It's one of those three that I grew up watching. Nice. I like it. I want to say Drake and Josh. It's tough, but that's a nice pick. That was fun. Thank you so much for taking the time, and good luck for the rest of the season. Hey, Kristaps, welcome to the show. How are you doing? Doing well. Thank you. Okay, so we were supposed to talk about basketball, but now there's a big chess controversy going on. Danny just told me that he's the best chess player on the team. What's your statement? My statement is this. Danny is delusional. I beat him yesterday. We have the proof. I beat him 2-1 yesterday. He did get one checkmate on me, but then I came back with two straight wins, and that was it. So Danny lives in his own reality a little bit, but I'm going to humble him again very soon for not speaking the truth.
Okay, nice. So you're about to play tonight, maybe? Probably. We play every day. Yeah. Looking at your season, career high in scoring, career high shooting efficiency, and you've already matched the number of games played from last season. Would you say that this is the best you felt since you have had to sit out in 18-19? Most definitely. I've been feeling really good physically, where I am with the team, playing with these guys, playing with Brad. I've been really, you know, really feeling comfortable and confident in my game, getting that rhythm back. And yeah, I look forward to finishing the season really strong. Our goal stays the same. We want to be in the playoffs. And working, you know, doing everything necessary to work towards that goal. You just mentioned Brad, and also you have another scorer in Kyle Kuzma. So you guys all average more than 20 points, which is pretty unusual. And your usage rate is actually down, but you score more than last season. How do you guys find your spots and pick your spots and find a rhythm with three good scorers on the team? I think it's a good thing about having three scorers like that is that any given night, somebody can have a hot night and go for 30, 35. And that's, you know, for the other teams, pretty hard to stop all three guys every night, you know. So I think we've been, helping each other in a way, taking pressure off of each other. And then when somebody's maybe not having the best night, then some other guy can step up and score those points. I feel like there's a good balance. I feel like there's still a lot of room to grow. For us three and also rest of the team. I think we've had some glimpses of good style of playing, good like identity, good personality as a team. We just need to keep like reinforcing the good things that we're doing and keep staying on top of those things and just having more rhythm together playing. Okay, nice. Two quick ones before we let you go. What's an item that you always have to pack for a road trip? I mean, there's a lot of items. I always have my headphones. I always have my vitamins with me. Those are two things that come to mind. Danny actually mentioned his chessboard. That's how we got into our chess talk. That's a good one as well. So last one, I need your all-time European starting five. I have to put Dirk Nowitzki. Point guard, I'll put Tony Parker. Shooting guard, I will go... I'll go with something different. I'll say Sergio Llull will be nice. At the three, we'll put Toni Kukoc. At the four, Dirk. And at the five, let's put Pau. Sounds great. Well, thank you so much. That was fun. Good luck for the rest of the season and keep us posted on the chess rivalry. Yes, sir. We'll do. All right. Good luck. Ja, das habe ich vorher auch nicht erwartet, dass wir uns über Schach unterhalten würden. Aber sehr, sehr lustig. Beide richtig gut drauf. Hat großen Spaß gemacht. Bist du Schachspieler? Ein bisschen. Also ich wäre es gerne. Manchmal spiele ich online und es gibt eine richtig krasse Schach-Community im Internet, muss man wirklich sagen. Also auch beim Streaming gehen Schachstreams sehr, sehr viral, oft auf Twitch. Und es gibt natürlich auch The Queen's Gambit, was auf Netflix lief, wo eine lange Zeit lang sehr viel Hype um Schach war. Ich frage mich, ob es vielleicht auch bei den beiden so ein bisschen davon kommt. Und es macht halt unglaublich Spaß. Ja. Und es ist so ein Spiel, wo man halt auch viel nachdenken muss, wo es viel um Strategie geht. Man muss den Gegner auch so ein bisschen lesen, was natürlich bei zwei Teammates ganz cool ist, wenn die so oft gegeneinander spielen, weil dann siehst du die Tendenzen auch vom anderen. Also ich fand die Dynamik zwischen den beiden auch sehr, sehr nice und man merkt, dass die viel Zeit verbringen auf dem Roadtrip. Auf jeden Fall. Ich fand's auch nice. Man hört ja häufig von diversen Kartenspielen, die sehr beliebt sind, aber Schach macht auch Sinn, weil es ist auch relativ easy zu transportieren und du hast vor allem mal lange Spaß dran. Du kannst lange Abende verbringen und ich hoffe, die beiden nehmen uns vielleicht in der Zukunft noch so ein bisschen in der Story mit, weil jetzt ist die Rivalität öffentlich. Genau. Und vielleicht gibt's da jetzt so ein kleines Update hier und da mal. War auf jeden Fall sehr lustig. Also vielen Dank nochmal an die beiden, dass sie sich die Zeit genommen haben. Und die Wizards, sie waren gerade auf einem Roadtrip und sind tatsächlich auch am Wochenende zur deutschen Primetime aktiv. Samstag 23 Uhr, da sind wir alle noch wach, geht's gegen die Raptors. Und das ist ein besonderes Duell, denn die Wizards sind 10., die Raptors sind 9. Beide wollen zumindest ins Play-In und würden ja schon heute dann sogar gegeneinander spielen. Und das ist das Schöne am Play-In. Dadurch sind jetzt nicht mehr nur 8 Teams involviert ins Playoff-Rennen, sondern wirklich 10 beziehungsweise sogar 11, 12, je nachdem, wer noch Chancen hat auf den 10. Platz. Und das ist natürlich das absolute Prime-Duell, wenn wir sagen, wir reden über das Play-In und der eine ist an der 10, der andere ist an der 9. Die Raptors sind ein super starkes Team, die jetzt zusammengeblieben sind, nicht in der Trade-Deadline auseinandergerissen wurden, sondern sie haben gesagt, wir schauen nochmal, ob es funktioniert. Ich habe sie neulich auch
auch spielen sehen. Die sind nach wie vor ein super gefährliches Team. Also das wird ein spannendes Matchup auf jeden Fall für die Wizards. Vor allem spielt es ja auch wirklich eine große Rolle, ob du jetzt 9. oder 10. bist, weil da geht es nur um Heimvorteil. Und in einem einzigen Spiel, da ist der Heimvorteil schon wirklich sehr, sehr wichtig. Das heißt, beide Teams werden auf jeden Fall all-in gehen für dieses Spiel. Also verpasst es auf keinen Fall am Samstagabend um 23 Uhr. Ja, und dann muss man auch den Sonntag erwähnen, denn der Sonntag hat es in sich. Ein mächtiger Doubleheader. Beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit Suns gegen Mavericks und dann um 21.30 Uhr Warriors gegen Lakers. Also wer das verpasst, ist doch selbst schuld, oder? Also Suns gegen Mavericks. Wir sehen Kevin Durant in einem seiner ersten Spiele für die Suns gegen die Dallas Mavericks mit Kyrie Irving, seinem Ex-Teammate. Alleine dafür lohnt es sich schon einzuschalten. Dann sind es zwei sehr starke Western Conference Teams. Die Mavs sind in letzter Zeit so ein bisschen am Straucheln. Muss man mal gucken, dass die Kurve jetzt langsam wieder kriegen. Bei den Suns wissen wir im Moment noch gar nicht, wie es aussehen wird mit Kevin Durant, wenn er spielt. Also das ist ein Spiel, was ich unbedingt sehen muss. Da freue ich mich sehr drauf. Absolut. Und bei den Warriors und den Lakers, LeBron leider verletzt, wird nicht spielen. Es besteht Hoffnung, dass Steph Curry zurückkommt. Das könnte jetzt fast täglich passieren. Da ist die Hoffnung natürlich groß. Auch wichtiges Spiel für beide Teams, weil beide kämpfen um Positioning. Die Warriors wollen noch so weit wie möglich nach oben und die Lakers müssen fast jedes Spiel gewinnen, um überhaupt in die Playoffs zu rutschen. Ne? Und der Westen ist einfach so knapp. Also gestern habe ich ein Video gemacht, da habe ich über die Warriors geredet. Da waren sie noch an 7 oder 8. Jetzt heute Morgen, gucke ich, stehen sie plötzlich an der 5. Es passiert so schnell. Ich glaube, die Plätze 6 bis 13 oder was sind nur ein paar Spiele auseinander. Also es ist der Wahnsinn, was im Westen gerade vonstatten geht. Und beide Teams natürlich verletzungsgeschwächt immer mal wieder über die Saison. Jetzt LeBron raus, Curry kommt vielleicht zurück bei den Warriors. Es wird so spannend. Jedes Spiel zählt jetzt am Ende. Und wenn es zur deutschen Primetime läuft und bei zwei so großen Teamnamen, muss man eigentlich einschalten. Also ihr merkt schon viel drin in diesem Primetime-Wochenende. Markiert euch die Termine im Kalender und verpasst kein einziges Spiel. Wir machen weiter. Du hast es am Anfang schon kurz angekündigt. Wir wollen noch mal so ein bisschen in diese Euro-Goat-Debatte reingehen. Ja. Wir haben in Utah auch mit Pau Gasol gesprochen, da war das auch immer wieder Thema. Auf dem NBA Europe Instagram-Kanal ging auch ein Video online, wo einige Spieler gefragt wurden, wer ist dein Goat? Da fällt natürlich auch immer mal wieder der Name Dirk Nowitzki, aber auch die aktuellen Spieler bekommen immer häufiger mal eine Erwähnung. Und Giannis ist natürlich immer ganz vorne mit dabei. Und wir haben eine ähnliche Debatte schon mal geführt. Wir wollen uns heute so ein bisschen mehr mit der Frage beschäftigen, was muss denn jemand tun, um eines Tages an Dirk vorbeizuziehen? Weil man muss schon sagen, die häufigste Antwort ist immer noch Dirk, oder? Ja, und das kommt natürlich auch daher, dass er einfach 20, 21 Jahre lang gespielt hat, immer bei der gleichen Mannschaft. Er hat diesen unglaublich berühmten Titel gewonnen, 2011 mit den Mavericks. Das wird immer als der große Titel angesehen. Schau mal, du musst nicht das Team wechseln, du musst nicht Ring chasen, du kannst auch bei deiner Franchise bleiben. Und er hat natürlich eine unglaubliche Legacy und hat für Europa so viele Türen geöffnet, die vorher nicht da waren. Auf der anderen Seite, und wir haben uns mal ein bisschen in den Kommentaren auch rumgeguckt unter dem Video, und einer der Top-Kommentare war auch, guck mal, Giannis ist eigentlich der europäische GOAT, denn der hat alles gewonnen, was du nur gewinnen kannst. Er wurde nämlich Most Improved Player, er wurde aber auch Most Valuable Player, also MVP, er wurde Defensive Player, er wurde All-Star Game MVP, Finals MVP, war im All-NBA Defense First Team, war im All-NBA First Team und er hat auch eine Championship gewonnen. Also Giannis hat von den eigentlichen Awards, die du in der NBA gewinnen kannst, eigentlich jetzt schon mehr erreicht als Dirk Nowitzki. Du bist direkt dagegen, das ist eben die Diskussion. Deswegen haben wir gesagt, ey, wir wollen das Thema heute nochmal aufgreifen, dann sag mir direkt, was an der Aussage falsch war. Genau, ich habe den Kommentar auch gesehen und der ist auch gut und legitim. Ich habe natürlich trotzdem mal Dirks Resümee nochmal rausgesucht, um auch da mal was aufzuzählen. Super. Und bei Dirk haben wir natürlich auch den MVP mit dem Finals MVP. Wir haben 14 All-Star Games, wir haben 12 All-NBA Nominierungen, wir haben eine 50-40-90 Season, wir haben den Dreier-Contest-Champion. Du hast den All-Star Game MVP erwähnt, dann darf ich den Dreier-Contest-Champion erwähnen. Und wir haben natürlich auch noch die internationale Karriere. Wir haben World Cup MVP, Eurobasket MVP, zweimal Topscorer der Weltmeisterschaft und dreimal Topscorer der Eurobasket. Dazu noch Platz 6 bei den All-Time-Leading-Scorern. 21 Teams bei der gleichen Franchise, über 30.000 Punkte. Der einzige Europäer weit und breit in dieser Topscoring-Liste. Der nächste ist Pau Gasol auf Platz 42. Und was man auch nicht vergessen darf bei der Legacy, er hat das Spiel auch einfach für immer verändert. Er hat die Position verändert. Giannis kommt halt mehr über die Dominanz und die Power. Auch er hat sich natürlich skilltechnisch enorm weiterentwickelt in den letzten Jahren. Aber der Einfluss, den Dirk auf das Spiel hatte, nachhaltig, der ist, glaube ich, wenn man über eine Legacy spricht, auch immer noch von großem Wert. Und ich finde, bei der oft, wenn ich
wenn du dir jetzt die Aufzählung anschaust, die ich jetzt hier gerade runtergerattert habe, da kann Dirk schon noch mithalten. Da muss noch ein bisschen was kommen von Giannis, oder? Also international in dem Vergleich geht es sicherlich an Dirk, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Giannis bisher noch nicht so erfolgreich, was die internationale Karriere mit Griechenland angeht bei den großen Turnieren. In der NBA, ich würde immer noch argumentieren, dass ein Giannis Peak, also wirklich, wo er dann MVP und Defensive Player of the Year in einer Saison wurde. Ich glaube schon, dass man darüber sprechen kann, dass der Peak beispielsweise besser ist als alles, was Dirk jemals gepeakt hat in einer Saison, selbst in seiner MVP-Season. Und sag mir jetzt nicht, Dirk hat irgendwelche Votes bekommen für die Defensive Player of the Year. Ich denke gar nicht an die MVP-Saison, aber Dirks Peak ist der Playoff Run 2011. Und das war schon, was die Dominanz angeht, natürlich auf eine ganz andere Art und Weise zu spielen, aber der Einfluss, den er da hatte und wie er da sein Team getragen hat, auch gegen welche Gegner er gespielt hat, das war schon auf Giannis Level. Okay, Leute, ihr merkt das bei uns beiden, das wird jetzt sowieso direkt wieder zur Debatte, aber genau das ist halt das spannende Thema. Und gib mal Giannis noch, wie viele Jahre, ich weiß nicht, wie viele Jahre er ungefähr gerade in der NBA ist, aber gib ihm mal noch 10 Jahre drauf, so wie bei Dirk, dann hast du auch nochmal eine komplett andere Legacy. Mhm. Und wann war dieser Playoff Run 2011 für Dirk in seiner Karriere? Das war ein Jahr 13, Jahr 14, also das war so spät eigentlich in der Karriere, schon über 30. Giannis ist noch unter 30 und hat all das schon erreicht. Also das ist einfach so eine spannende Debatte und es hängt ein bisschen auch davon ab, was man natürlich wertschätzt. Du sagst jetzt, er hat die Position revolutioniert, also Dirk Nowitzki, die Power-Forward-Revolution, er hat den Stretch-Vierer so ein bisschen geprägt, das haben wir dann danach natürlich heute in der NBA überall gesehen. Klar, da hat Giannis vielleicht nicht so sehr das Spiel geprägt. Auf der anderen Seite ist Giannis der dominanteste Spieler seiner Generation. Das würde ich jetzt auch nicht unterschlagen. Und er hat unter 30 jetzt schon so viel gewonnen. Ja. Also die nächsten 10 Jahre werden zeigen, ob Giannis da irgendwann vorbeiziehen kann. Aber dann sieht man doch auch schon wieder, dass es eigentlich viel Giannis gegen Dirk ist. Also auf jeden Fall. Ich meine, wir haben Jokic, wir haben auch Luka Doncic. Aber ich glaube, das der erste Bereich, den du abdecken musst, ist der Titel. Ja, oder? Ja, definitiv. Und da dürfen wir Jokic auch nicht unterschätzen, gerade wenn er vielleicht seinen dritten MVP gewinnt. Auch er ist noch jung. Wenn er irgendwann die Ringe dazu hat, plus jetzt wahrscheinlich eine Triple-Double-Saison, plus diese unfassbaren Stats, vielleicht auch noch mit Serbien international Erfolge feiern wird. Also Jokic hat auch die Möglichkeit, irgendwann in dieses Gespräch reinzurutschen. Sicherlich. Aber es steht und fällt natürlich am Ende des Tages mit dem Ring. Den brauchst du. Und um zu einem versöhnlichen Ende zu kommen, ich würde dir auf jeden Fall den Punkt geben, dass ich sage, Giannis hat auf jeden Fall aktuell die besten Voraussetzungen, um, wenn er gesund bleibt, Dirk abzulösen als Eurogoat. Ja, das ist doch persönlich. Okay, würde ich super. Auch sagen. Dann haken wir das ab, aber gebt auch gerne wieder Feedback. Also die Debatte kann man endlos führen, das habt ihr auch heute schon wieder gemerkt. Also diskutiert gerne mit. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. War eine bunte Folge, würde ich sagen. Schönes Interview, schöne Diskussion. Wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch dann einfach nur viel Spaß bei den Primetime Games am Wochenende in der NBA-App, also im League Pass oder bei DAZN zu sehen. Und dann haben wir es doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir danken euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Leute. Deswegen sagen wir einfach bis dahin und genießt die Primetime Games. Ciao.